Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Ampel. Willkommen zu einer neuen Folge Undertale. Wir sind irgendwie im nicht geheim, eigentlich auch geil, aber auch wahren Labor von Elvis. Aber ich bin ja, wenn der Haupt, mit dem wir hergelangt sind, der seine Kraft verloren hat, eben diese Kraftenergie verliert, müssen wir diese Tür passieren. Und wir haben im letzten Tag bereits etwas Komisches getroffen. Die Memory-Hacks. Nummer 12. Ich glaube, es werden einfach selber überschritten. Nothing is happening. I don't know what to do. I just keep injecting everything with determination. I want this to work. Es ist sehr schwer, alles zu erklären, was passiert. Guckt euch am besten einfach den letzten Part an. One of the bodies opened his eyes. Einer der Körper hat die Augen geöffnet. Alter, ich bin gerade gespannt. Ich wette, man kann das hier nicht finden, aber diese Einträge haben ja alle Nummern. Entry Number, irgendwas. Und wer den sechsten Part gesehen hat, in den Gaster-Geheimnissen. Es gibt der erste Satz, den Gaster sagt, wenn man die richtigen Einstellungen im Ordner hat und dadurch ein Secret findet. Entry Number 17. Eintrag Nummer 13. Ich bin gespannt, ich denke, man kann das nicht finden. Eine leere... Hier in das Bett kann ich mich reinlegen. Ja, ich leg mich rein. Und dieses Etwas... Deckt mich zu. Danke. Weiter geht's. In diesen Betten. Oh. Also ich wusste noch, dass hier irgendwo etwas war, aber... Das ist Lucky, der gelbe Schlüssel. Noch ein Zelt. Der Bedroom. Nummer 14. Everyone that had fallen down has woken up. They're all waking around and talking like nothing is wrong. I thought they were gunners. Alle sind aufgewacht, obwohl sie eigentlich tot sein sollen. Also sollten es klar, was das ist. Nummer 7 ist hier. 7 und 8 fehlen. We need a vessel to work. With the monster souls when the time comes. After all, a monster cannot absorb souls of other monsters. Just as a human cannot absorb a human soul. So then, what about something that's neither human or monster? Ja, Menschen können keine Menschen sehen, natürlich. Und Monster keine Monster sehen. Nummer 10. Experiments on the vessel are a failure. It doesn't seem to be any different from the control cases. Whatever, they're... Has to work with anyone. The seeds just stick to you and won't let go. Irgendwann kommt jedoch was Creepiges im Spiel weg. Ich wusste es. Ein Lachen über meinem Gesicht wird zu. Check. Wait. Irgendwas mit Hope habe ich erkannt. Das ist... Pick on. Ah, jetzt greift an auch. Ich hab was. Das sind Fusionen aus verschiedenen Gegnern. Zum Beispiel ein Final Four wird offensichtlich, denn bei dem muss man genau das machen. Das ist verschwörend. Clean, Woshua.
nichts passiert. Der Schmetterlingsangriff. Prey. Er erinnert sich an irgendwas. Ja! Da sieht man's, verschiedene Gegner. Und das war gerade Dodging's Kills. Und ich kann verschonen. Aber ich brauche einen blauen Schlüssel hier. Cold. Kalt. Ich glaube, hier gibt es irgendwo einen Kühlschrank. Aber, ah nein, nein, ich weiß, was du meinst. Aber immerhin, wenn ich dann den blauen Schlüssel habe, muss ich den Gegner nicht mehr bekämpfen. Und ich würde sagen, die Leistungen im Kampf waren nicht wirklich schlecht. Nummer 15. Seems like this research was a dead end, but at least we got a happy ending out of it. I sent the souls back to Asgore, returned the vessel of his garden, and I called all the families and told them everyone's alive. I sent everyone back to Morrow's Mine. Ja. Immerhin hat alles ein gutes Ende und alle leben. Und hier ist der Raum, der mit Cold gemeint ist. Nummer 11. Now that Melaton's made it big, he never talks to me anymore, except to ask when I'm going to finish his body. But I'm afraid if I finish his body, he won't need me anymore. Then we'll never be friends ever again, not to mention. Every time I try to work on it, I just get really sweaty. Ja, sie hat Angst, dass Metaton nicht mehr mit ihr redet, sobald ihr Körper sein Körper fertig ist. Und hier kann ich den Schalter drücken und diese weißen Partikel in der Luft kommen zusammen zu einem Hund. Und jetzt kommt gleich die, finde ich, gruseligste Musik im ganzen Spiel. Warum? Es ist einfach Hundebellen, aber das ist richtig creepy, finde ich. Oh, und ich glaube, gerade am Pferd auf der Straße, die ich aus meinem Fenster hier sehen kann, der Bus vorbei, mit dem mein Bruder nach Hause kommt. Pet. Er ist zu weit weg. Alter, meine Dodging-Skills sind heute echt spielen. What the fuck? Was auch immer das ist. Ich habe ihn gerufen, er kommt zu mir. Und macht irgendwas. Scheiße. Ich hätte nicht sagen sollen, dass die Dodging-Skills halt vorhanden sind. Einmal mache ich hier noch, ich gehe Risiko. Er schläft kurz und jetzt rastet er ein bisschen. Oh, wieder die Attacke. Starfeld. Ist, finde ich, noch die angenehmste Attacke. Jetzt kann ich, glaube ich, spielen. Ich habe die Waffe in die Ecke geworfen. Er bringt sie zurück. Stolz. Und ich mache das noch öfter. Jetzt ist er sehr müde und jetzt kommt er wieder zu mir. Sehr schön. Wieder Pad. Eine Stufe 1 Fröhlichkeit. Ja, wieder der Pfeilangriff. Schade. Nochmal. Die Gesichter. Gleich eine bessere Musik. Jetzt kann ich mir diesen Kampf auch beenden. Vielleicht bin ich wahrscheinlich, wenn ich mich weg, weil es an der Tür klingelt wird.
Ich mach mal kurz meine Tür auf, die Tür ist nicht. Ich werde aber gleich nochmal weg müssen, weil er hat noch nicht geschlingelt. Hab grad kurz unten gewartet, aber ich hab mich gerade überschreckt, als ich auf unseren Balkon gegangen bin, um zu gucken, wo er bleibt, weil da plötzlich übel in der Nähe hat ein Hund gebellt und das klang eigentlich genauso der Rhythmus von der Musik gerade eben. Sowas finde ich übel creepy. War wahrscheinlich nur Einbildung, dass der Rhythmus übereingestimmt hat, aber... Boah. Nummer 16. No, no, no. Ja, Einstieg Nummer 16. Wenn der nächste 17 wäre, dann würde ich abfreaken. Da ist irgendwas dahinter. Ich kann auch gar nicht schneller laufen, als ich tue. Dieselbe Musik. Aber es ist nichts hier, außer der grüne Schlüssel. Es fehlt nur noch ein Schlüssel und ein paar Orte zum Schlüssel. Nutz eine riesige Maschine. Oh, der Safepoint ist ein Amalgamell. Sieht aus wie Moldsmall und Chiron. Ist wahrscheinlich aber noch mehr. Flex. Aaron ist auf jeden Fall auch ein Welcome to my session. Oh Gott. Die Attacke wird mir noch probiert. Mir nicht klar. Diese Attacke. Ja. Alter, ich sterb ja auf jeden Fall. Schreien. Niemand kam. That's what they all said. Das ist das Problem. Ich werde sofort getroffen, wenn diese Dinger auftauchen. Bad memory. Und ich bin tot. Ja, ist klar, ich hätte es sogar fast geschafft. Hey, wann war der letzte Safe? Der war nicht im Bedroom, oder? Wenn der da war. Ah gut, hier war ein Autosave. Warte, ah ja, die Dinger sind an, das heißt, das war am Ende des Raumes. Aber dieses Viech. Ich bin kurz weg, ich glaube, mein Bruder ist schon reingekommen. Er hat anscheinend sogar geklingelt. Diesmal tötet mich das Ding nicht. Vor allem, weil ich nicht dir... Warte, das... Sie kommt zurück. Die ist wieder. Fang. Mann, ich hätte fast no hit geschickt. Anhalt.
try. Nobody can. Ich nehme hier lieber einen Item. Was kann ich noch machen? Schleck? I felt this before. Ja, ich kann den Kampf beenden. Diesmal deutlich besser. Ist das da oben? Nicht Eintrag Nummer 17. BT Extraction Machine inaktiv. Niemand weiß genau, was das ist, aber alle denken, sie hat etwas mit diesem Eintrag 17 zu tun, von dem Gaster. Oh Gott! Dieser Raum ist so wichtig. Nummer 4. I've been researching humans to see if I can't find any info about their souls. I ended up snooping around the castle and found these weird tapes. Don't feel like Escorts watch them. Don't think you should. Es sind Tapes. And Videos. Underschied. Das ist nicht verwendet. Den gelben Low-Key eigentlich. Aber hier sind Videos. Elvis hat den Escorts Kass gerissen und meint, er sollte sie besser nicht sehen. Ja, die gucken mir. Oh Gott, die gucken mir. Ja, es sind fünf. Psst, Gory, wake up. What is it, dear? Gory, Escor. What is it, dear? And why do you have that video camera? I want to get your reaction. Gory, dearest. What's my favorite vegetable? Carrots, right? No, my favorite vegetable is edamame. Get it? Go back to bed, dear. Das ist Mann. I'll give you that in bed. No, not yet. Now, if I were a dog, what breed of dog would I be? I don't know. What kind of dog would you be? I would be a Mama Ray. You sure are excited to have this child. You know, if you keep making jokes like this, one day you could be a famous Marmidian. Well, I'm going to bed. Hey, come on, Tori. That one was funny. I know, I'm just teasing you. Good night, dear. Good night, honey. Oh dear, perhaps it's too dark in here for the video to come out. Das war ein Gespräch zwischen Toriel und Escor. Das zweite. Das ist jetzt das, als ich das Spiel kennengelernt habe. Die Vogelgeräusche im Hintergrund. Allein dieser Satz. Okay, Günther, are you ready? Do your creepy face. Ah, oh wait, I had the lens cap on. What? You're not gonna do it again? Dieser jemand, wer es wohl immer sein könnte, hatte leider die Verschlusskappe auf der Kamera. Come on, quit tricking me. Das ist schon... Was macht Günther in diesem Video? Howdy, Günther. Smile for the camera. This time I got you. I left the cap on purpose. Now you're smiling for no reason. What? Oh, yeah, I remember. When we tried to make a butterscotch pie for dad, right? Ja, jetzt ist eigentlich schon klar, wer da spricht. Auf jeden Fall, ja. Nee, es ist eigentlich doch nicht. Die meisten können sich vermutlich denken, aber... There is some ask for cups of butter.
But we accidentally put in Bala cups instead. Ja, kein Butter, sondern Butterblumen. Yeah, these flowers got him really sick and felt so bad. He made Mom really upset. I should have loved it off like you did. Emmanuel, where are you going with this? Turn off the camera? Okay. Das vierte. I don't like this idea, Günther. What? No, I'm not. Big kids don't cry. Yeah, you're right. No, I never doubt you, Günther. Never. Yeah, we'll be strong. We'll free everyone. I'll go get the flowers. Das ist ein scheiße wichtiger Raum. Weil, was macht Günther auf all diesen Videos? Sie waren in Esgors Schloss. Günther, can you hear me? We want you to wake up. Günther, you have to stay determined. You can't give up. You are the future of humans and monsters. Günther kann nicht aufgeben. Er ist die Hoffnung von Menschen und Monstern. Günther, please wake up. I don't like this plan anymore. I said I'd never doubt you. Six, right? We just have to get six. And we'll do it together, right? Das war das letzte Videoband. Günther und jemand anderes. Sie brauchen nur sechs. Ja, Nummer 17 wird natürlich übersprungen. The families keep calling me to ask when everyone is coming home. What am I supposed to say? I don't even answer the phone anymore. Das haben wir jetzt nicht erfahren, was da passiert ist. Esco left me 5 messages today. What about everyone being angry? What about this cute teacup he found that looks like me? Thanks, Esco. Und jetzt der Kühlschrank. I spend all my time at the garage dann, it's my element, ja. Eben beim Essen, ja. Dann der Proben, der ist leer. Wieder Proben. Wieder leer. Kinde Kühlschrank. Oh. Ist nicht schuld. Das sieht man schon, das ist ein Snowdrake. Ich mach einen Witz. Einen schlechten Schneewitz. I remember. Diese Attacke ist sehr gefährlich. Nochmal ein schlechter Witz. Thank you. Die Attacken von diesem Gegner sind alles andere als gefährlich. Genauer gesagt, kann er mich nicht mehr treffen. Noch mehr. Sie ist runtergekommen. Was ein krasser Fight. Und ich wette, hier oben finde ich das Rot bei Grün. Da ist noch ein Hinweis, aber den brauche ich nicht mehr. Denn ich muss nur noch den blauen Schlüssel abliefern. Und der wackelnde Kühlschrank hat nichts auszusagen. Aber Entry Number 17 ist jetzt schon was, das habe ich noch im Kopf und... Dann noch eine Uhr, nochmal selben. Aber den Amalgamate hier habe ich ja auch schon besiegt. Jetzt kann ich in den Energieraum.
Leute, ich will ja nichts sagen, aber im nächsten Part könnte der Pazifisten-Run enden, ne? Nochmal hier selten. Ich geh durch. Der Aufzug unten weg. Ja, dieser Aufzug hat auch keine Energie, aber hier geht's noch nach links. Neue Einträge. Ausgeschaltete Einträge. Einer von den beiden ist vermutlich Entry Number 17. Ein großer Raum und ein Schalter. Der Stromschalter. Das sind, glaube ich, Memory Heads. Hey, stop. Hi, Elvis. I got you guys some food, okay? Yay, Elvis füttert sie. Sorry about that. They get kind of sassy when they don't get fed on time. I think they smelled the potato chips you had and... Ich hab die schon oder? Ah, nee, ich bin gestorben, als ich... die gegessen hatte. Anyway, the power went out and I've been trying to turn it back on, but it seems like you were on step ahead of me. This was probably just a big inconvenience for you, but I appreciate that you came here to back me up. As I said, I was afraid I might not come back, but that's not because of these guys or anything. I was just worried I would be too afraid to tell the truth, that I might run away or do something cowardly. I suppose I owe you an explanation. You probably know. Eska asked me to study a song. Ja. Nochmal kurz zusammengefasst. Eska wollte, dass sie die Seelen studiert. During my research, I isolated a power I called Determination. Die Entschlossenheit. I injected it into dying monsters, so their souls would last after the... Sie hat es in sterbende Monster eingeführt. But the experiment failed. You see, unlike humans, monsters' bodies don't have enough physical matter to take those concentrations of determination. Die Monsterkörper halten es nicht aus. Their bodies started to melt and lost what physically they had. Die Körper der Monster sind geschmolzen und mehrere sind zusammengeraten. Pretty soon all of the test subjects had melted together into those. Seeing them like this, I knew I couldn't tell their families about it. I couldn't tell anyone about it, no matter how much everyone was asking me, and I was too afraid to do any more work knowing everything I'd done so far had been such a horrible failure. Ja, sie wollte auch gar nicht mehr weiterarbeiten, denn sie hatte so viele Fehler gemacht und wollte nicht mehr machen. But now I've changed my mind about all that. I'm going to tell everyone what I've done. It's going to be hard. Being honest, believing in myself. I'm sure there will be times where I'll struggle. Sure there will be times I'll screw up again. But knowing deep down, there are friends to fall back on. I know it. Eigentlich hat's in diesem Part doch mit dem Vorlesen ganz gut geklappt, anders als im letzten. Im letzten habe ich ja gar nichts hingekriegt, für das man die Kuh braucht, aber hey. I know it'll be a lot easier to stand on my own. Thank you. Da sind sie wieder. Come on, guys. It's time for everyone to go home. Ja, jeder soll nach Hause gehen. Ah, ist schon an. Ich dachte, vielleicht geht dann ihr Licht an oder so. Dann müsste ich jetzt auch hier diese Schilder lesen können. Okay, Gesichter. Nummer 8. I've chosen a candidate. I haven't told Asgore yet. Because I want to surprise him with it. In the center of his garden, there's something special. The first golden flower that grew before all the others. The flower from outside the world. It appeared just before the queen left. I wonder what happens when something without a soul gains the will to live? Oh, das ist Flowey, Leute. Diese goldene Blume. Direkt kurz bevor die Königin Toriel Asgore verlassen hat. Ist sie mit in der Mitte des Gartens aufgeblüht. Ja. Und Elvis hat sich gefragt, ob es möglich ist, dass etwas ohne Seele einen Willen zum Leben bekommen kann. Und
Flowey hat keine Seele. Ich weiß nicht, ob er das schon mal gesagt hat, aber es ist so. Ach, 18, scheiße. The flower's gone. Ja, die Blume ist weg. Flowey ist einfach verschwunden. Telefon. Eine Stimme, die ich noch nie gehört habe. Günther, are you there? It's been a long time, hasn't it? But you've done well. Thanks to you, everything has fallen into place. Günther, see you soon. Ja, zur Hölle war das. Das war ein bisschen nicht. Und das meine ich ernst. Ich habe keinen Plan. Den Ort kennen wir. Nachdem ich all das gemacht habe, ist es wohl Zeit, hoffentlich einen Safe Point zu finden und Escor erneut herauszufordern. Im nächsten Part gibt es das endgültige Finale des Pazifisten Runs. Aber ich habe keinen Bock dazu. Ich muss es wohl echt ohne Safe machen. Und das wäre ein bisschen mies. Alle Saves sind... The End. File saved. Bis zum nächsten Mal.